Ich möchte mit diesem Video noch eine Zusammenfassung zur Analysis 3 machen. Also, ich hatte da größten Respekt vor, sowas zu machen. Hat das auch eben eigentlich ein bisschen verdrängt, aber da ich aufgefordert wurde, mache ich es jetzt. Aber zunächst mal halte ich dieses Ding hier in die Kamera. Das ist das Kurzskript Analysis 3, was Sie alle im Internet finden. Da gibt es jetzt inzwischen eine Version, da steht drauf, vollständige Version erstellt zum Semesterende am 12.02. Und da steht alles drin. Das geht bis Seite, das ist nachschauen, 19. Auf 19 Seiten der gesamte Inhalt mit Sätze, alle Definitionen, die Sie brauchen. Damit würde ich an Ihrer Stelle arbeiten. Damit arbeite ich jetzt auch und mache für Sie nochmal einen Schnelldurchgang. Was haben wir denn eigentlich gemacht? Also, Analysis 3. Da hatten wir erstmal Mengensysteme. Und was war da die Motivation? Die Motivation ist eigentlich, also ich schreibe mal hin, Idee, man möchte ein Maß haben. Maß ist jetzt nicht im mathematischen Sinn gemeint, sondern man möchte Volumina messen können. Ja, Volumen. Man möchte eine Abbildung haben, am liebsten von der Potenzmenge des Rn nach R. Also Sie haben irgendeine Menge, die kann ganz wild aussehen, wie Sie hier sehen. Und dieser Menge wird dann zugeordnet, das könnte A sein, ein Maß von dieser Menge. Und das ist eine reelle Zahl. Das ist sozusagen wirklich der Startpunkt der Maßtheorie. Und dann haben wir festgestellt, sowas gibt es nicht. Ja, also Sie können mit vernünftigen Eigenschaften des Maßes, dass nämlich zum Beispiel, wenn Sie zwei disjunkte Mengen haben und die nehmen Sie zusammen, also im Sinne von, Sie nehmen jetzt die Vereinigung der beiden disjunkten Mengen, dann ist das Maß der Vereinigung die Summe der Maße. Solche Eigenschaften möchten Sie haben beim Maß und Sie stellen fest, es gibt es nicht. Ja? Das hatten wir im ersten Video, hatte ich das erzählt, das gibt es nicht. Was es schon gibt, ja? Also okay ist, und dann kamen die Sachen, das hieß Halbring und Inhalt. Wenn Sie sich also nur auf Quader beschränken oder auf Kombinationen von Quadern oder vielleicht auch auf Quader, wo Sie andere Quader wegnehmen, wobei Quader eben den Vorteil haben, wenn Sie da einen Quader wegnehmen, dann ist es wieder eine Vereinigung von endlich vielen Quadern. Ja, sowas war ein Halbring und darauf ein Inhalt, das funktioniert. Ja, ich mache da mal einen Haken. Also da steht es ja schon, okay ist das. Ja, dass Sie da ein Lambda von A definieren. Das ist okay. Und dann sind wir den Schritt gegangen von diesem Inhalt. Ja, wir wollen in Richtung eines Maßes gehen. Und dazu haben wir zunächst das äußere Maß definiert. Das ist im Wesentlichen, ich bin jetzt eigentlich schon im nächsten Kapitel, glaube ich. Also in 3 wahrscheinlich schon. Ich schaue mal gerade, 2 war Inhalte, Prämaße und Maße. Also hier sind wir eigentlich schon bei 2. Und das äußere Maß, das gibt es dann eigentlich erst in 3. Also hier sind wir bei 3. Und da sagen Sie einfach, das äußere Maß von einer Menge, dann nehme ich einfach das Infimum aller Maße von Überdeckungen. Also ein bisschen symbolisch. Sie überdecken A mit geeigneten, besseren Mengen, von denen Sie ein Volumen haben. Und dann nehmen Sie das Infimum all dieser Volumina und das ist dann Ihr äußeres Maß von A. Aber dieses äußere Maß erfüllt leider jetzt nicht die Regeln, die Sie gerne haben wollen. Also jetzt müsst ihr überlegen, was ist denn eigentlich das Problem mit dem äußeren Maß? Ja, das äußere Maß ist kein Maßraum, aber inwiefern ist es denn eigentlich kein Maßraum, bin ich jetzt gerade unsicher. Ja, man hat keine Sigma-Additivität, sondern nur eine Sigma-Subadditivität. Das ist auf jeden Fall ein Punkt.
Also wie auch immer, das äußere Maß ist eben kein Maß. Und also das ist zwar definiert für alle Mengen a in der Potenzmenge, aber es hat eben noch nicht die guten Eigenschaften. Und um einen Maßraum zu haben, und das haben wir dann wirklich, ja, das war noch in Abschnitt 3, wenn wir wirklich ein Maß haben wollen, dann müssen wir uns eben ein System von messbaren Mengen definieren. Ja, also definiere eine Teilmenge der Potenzmenge, ich nenne die jetzt A, ein A-Teilmenge der Potenzmenge von Rn, die messbaren Mengen. Und das ist sozusagen dieser geniale Mathematikertrick. Man definiert sich messbare Mengen als die Mengen, sodass immer gilt, das Maß von, also Maß von der Vereinigung ist die Summe der zwei Maße. Das gilt eben auf messbaren Mengen, so werden sie definiert. Und dann ist also tatsächlich dieses äußere Maß, ich glaube, es war Lambda Hut, wenn wir das einschränken auf A, dann haben wir ein Maß. Also da haben wir dann gezeigt, diese Familie der messbaren Mengen, das ist jetzt wirklich eine Sigma-Algebra. Sigma-Algebra heißt, Vereinigungen sind drin, Komplemente sind drin, Schnitte sind drin und auch vor allem abzählbare Vereinigungen. Ja? Also nicht nur endliche Vereinigungen, sondern auch abzählbare Vereinigungen. Insofern ist das A eine Sigma-Algebra. Man kann viele Operationen damit machen. Und das Lambda, was die Einschränkung von diesem äußeren Maß ist auf diese Sigma-Algebra, das ist jetzt wirklich ein Maß. Damit kann man jetzt so rechnen, wie man es möchte. Zum Beispiel Maß einer disjunkten Vereinigung, auch einer abzählbaren disjunkten Vereinigung, ist die Summe, also die Reihe dann, über die Maße. Okay, das war die Konstruktion. Und wenn man jetzt insbesondere hier mit dem Lambda den natürlichen Inhalt nimmt, ja, also ich schreibe mal, natürlicher Inhalt wäre, dass das Lambda von einem Quader, das passt jetzt hier gar nicht hin, ja, ich schreibe mal symbolisch, der Inhalt von einem Rechteck R mit den Seitenlängen L1 bis Ln ist L1 mal bis Ln, ja, das wäre der natürliche Inhaltsbegriff. Wenn Sie mit dem natürlichen Inhaltsbegriff starten, beim Inhalt und auf den Halbringen und machen dann die Fortsetzung, dann kommen Sie auf das Lebesgue-Maß. Und also den Raum der Lebesgue-messbaren Mengen einerseits, das A schreibt man dann auch als so ein geschwungenes L, die Menge aller Lebesgue-messbaren Mengen, und das Lebesgue-Maß schreibt man auch als Lambda oben N, fürs n-dimensionale Lebesgue-Maß, das ist dann das Maß auf diesen Mengen. Genau, dann, das war 1 bis 3, in 4 war dann das Lebesgue-Maß, da waren dann noch ein paar Sätze dazu, ich lese einfach vor, Charakterisierung, also dass man sagen kann, eine Menge ist dann messbar, wenn sie so von innen und außen mit offenen und abgeschlossenen approximiert werden kann, dass die Differenzmengen verschwindendes Maß haben im Limes. Und die Eindeutigkeit des Lebesgue-Maßes, also wenn man sagt, der Einheitswürfel soll bitte das Volumen 1 haben, dann gibt es nur ein bewegungsinvariantes Maß, was auf allen Borel-Mengen definiert ist. Ja, die Borel-Mengen waren so eine andere Sigma-Algebra, nämlich die Sigma-Algebra, die erzeugt wird von den offenen Mengen. Und dann, Entschuldigung, dann hatten wir genau Bewegungsinvarianz, also das Lebesgue-Maß ist auch insbesondere bewegungsinvariant. Und die Transformationsformel, das war ein sehr, sehr netter Beweis. Da hatten wir dann also noch etwas zu viertens hier. Da hatten wir, dass das Maß von T ist eine Matrix, eine N-Kreuz-N-Matrix, transformiert also den Rn auf den Rn. Und das Maß von einer transformierten Menge A ist nicht das Maß der Menge A, denn ich könnte ja zum Beispiel
jede Seitenlänge mal 2 nehmen. Ja, dann hätte ich ja das Volumen vergrößert. Und der Faktor, der da reinkommt, das ist genau Determinante von T. Das ist sozusagen schon mal in der allerrudimentärsten Version ist das schon mal eine Transformationsformel. Ja, wenn Sie mit einer Matrix den Raum, oder also Ihre, mit einer Matrix die Menge bewegen und dann messen, wie beeinflusst es das Volumen. Und der Beweis war da so schön, weil wir da in einem Schritt das für Rotationen gemacht haben. Da haben wir gesagt, naja, eine Kugel hat ein bestimmtes Volumen. Und wenn das T jetzt eine Rotation ist, dann ist es wieder eine Kugel. Und dann muss das Lambda von dem TA gleich dem Lambda von A sein, weil TA ja dasselbe Objekt ist. Die Kugel haben wir ja nur rotiert. Also gilt für Rotationen schon mal Lambda TA gleich Lambda A. Und das war dann ein Schritt in dem Beweis. Gut, ich denke, das war es schon mal zu Teil A. Das war nämlich die Maßtheorie. Ja? Abschnitte oder Kapitel 1, 2, 3, 4 endete dann 4 mit dem Lebesgue-Maß. Da haben wir es dann konstruiert gehabt. Gut, und dann kommt der kürzeste Teil, der Teil B. In Teil B, da geht es darum, dass wir aus einem Maß ein Integral machen. Ja, das war das Ziel. Also das ist 5, Integration messbarer Funktionen. Ja, das ist okay. Das ist eigentlich 5. Und die Grundidee da ist, also machen wir mal ein 1D-Bild. Hier haben wir eine Funktion f und die wollen wir jetzt integrieren. Und bitte merken Sie sich dieses Bild, habe ich damals natürlich ausführlich gemacht, aber ich sage es ruhig nochmal. Beim Riemann-Integral, da diskretisiert man hier dieses Intervall, über den man integrieren will und schaut dann immer, wie hoch ist denn da das f. Und beim Lebesgue-Integral macht man das eben nicht, sondern man sagt, ich schaue mir jetzt hier so einen gewissen Wertebereich an, zum Beispiel den von hier bis hier. Das soll ein kleiner Wertebereich sein, aber na gut, der ist jetzt ein bisschen größer geraten, damit man das noch sehen kann. Dann schaue ich, wo hat f diese Werte, also hier zum Beispiel, hier und hier. Dann schaue ich mir, an welchen x-Punkten hat f diesen Wert. Ja, das ist also dieses Intervall und dieses Intervall. Und dann konstruiere ich sowas wie, also wenn das jetzt die Höhe yj ist, dann ist jetzt ganz grob gesprochen das Integral von f der Limes, irgendein Limes, wenn ich da mehr und mehr Punkte nehme. So, aber was nehme ich denn im einzelnen Stück? Ich summiere über die j und nehme dann die Höhe von f an der Stelle, die sie ungefähr hat, naja, das ist yj, und auf welcher Menge hat es ungefähr den Wert yj? Naja, auf der Menge, wo eben die Werte, sagen wir, zwischen yj minus 1 und yj sind. Also die Punkte x, sodass f von x zwischen yj minus 1 und yj ist. Das kann jetzt umgekehrt gewesen sein und die runde und eckige Klammer kann anders gewesen sein, ist jetzt nicht der Punkt, ja? Aber so ist ungefähr die Konstruktion. Also ich habe hier eine gewisse, diese lila Menge hier unten, der x. Wo ist denn das f genau, hat die Werte zwischen diesen zwei Punkten? Also ungefähr yj und dann multipliziere ich yj. Ja, und jetzt muss ich natürlich nehmen, ich möchte jetzt diesen Wert yj mal dieser Breite hier nehmen. Also, ja, und die Breite, das ist jetzt aber das Maß der Menge, die ich hier hingeschrieben habe. Also das Maß dieser Menge. Also es ist schon sowas wie Grundfläche mal Höhe. Grundfläche, wo hat f diese richtigen Werte? Grundfläche, Fläche davon, mal Höhe. Und dann der Limes, wenn Sie jetzt diese yj immer feiner und feiner machen. Also das ist die Idee vom Integral. Das haben wir da durchgeführt.
Und was brauchen wir dafür? Deswegen habe ich jetzt diese Formel nochmal angegeben, weil dann total offensichtlich ist, was man hier braucht. Man muss haben, dass diese Urbildmenge, ich schreibe jetzt dieselbe Menge mal anders auf, es ist die Urbildmenge von irgendeinem Intervall, ich nehme jetzt mal spezielle Intervalle, ich nehme mal die Intervalle minus unendlich bis a, offen oder abgeschlossen, hier ist egal, ich mache mal vielleicht mal abgeschlossen, sieht irgendwie netter aus. Solche Urbilder von solchen Intervallen, die müssen messbar sein. Und genau das ist die wichtige Definition, die man braucht, um so ein Integral definieren zu können. Also notwendig ist, f muss messbar sein. Und die Definition ist, Urbilder offener Mengen sind messbar. Jetzt kleiner Kommentar dazu. Also hier ist die typische offene Menge, naja, oder abgeschlossen ist. Wenn die Urbilder offener messbar sind, sind auch die Urbilder abgeschlossener messbar. Also hier so eine typische offene oder abgeschlossene Menge und deren Urbild soll eben messbar sein. Sie könnten hier sagen, es ist ein bisschen unsymmetrisch, warum? Also Stetigkeit war, Urbilder offener Mengen sind offen. Warum schreibe ich jetzt hier offene Mengen? Ist eigentlich unschön, ne? Ich könnte auch sagen, Borel messbarer Mengen. Mengen und zwar in R, also Teilmengen von R. Dann sind insbesondere die offenen messbar und das ist äquivalent. Und dann haben Sie eigentlich die schöner klingende Definition, nämlich eine Funktion ist messbar, wenn Urbilder messbarer Mengen messbar sind. Und Sie müssen halt den jeweils richtigen Messbarkeitsbegriff haben. Im Zielraum nehmen Sie Borel messbar und im Urbildraum nehmen Sie dann also im Normalfall Lebesgue messbar. Genau, damit können Sie dann eben ein Integral konstruieren. Das haben wir in Abschnitt 5 gemacht. Und ja, dann ist das Integral ist eben monoton und linear. Genau, Faktoren können Sie rausziehen. Bei der Summe können Sie das Integral zerlegen. Und dann, genau, dann gibt es diesen ziemlich wichtigen Satz 5,4. Ein namensloser Satz, der trotzdem wichtig ist. Also ich habe den genannt Nullmengen und Integrale. Da steht zum Beispiel, wenn Integral über f 0 ist, dann ist f schon 0. Vorausgesetzt, f war größer gleich 0 überall. Ne? Sonst könnten sich ja im Integral Terme wegheben. Okay, und mit dieser Konstruktion, was ich noch betonen möchte, was hier so wirklich genial ist, es sind, ich sage jetzt mal, fast alle Funktionen messbar. Also, genauer gesagt, es sind fast alle Funktionen, erstmal stimmt es, fast alle Funktionen sind messbar. Es ist wahnsinnig schwierig, eine Funktion hinzuschreiben, die nicht messbar ist. Aber was ich jetzt sagen wollte, war, es sind fast alle Funktionen integrierbar. Ja, f ist integrierbar, falls, also Integral f existiert, falls, und das ist jetzt ein Entweder-Oder. Es reicht, wenn f größer gleich 0 ist und f ist messbar. Oder wenn f nicht größer gleich 0 ist, dann müssen Sie haben, dass f-Betrag integriert klein unendlich ist und f ist messbar. Eins von beiden. Also in dem Sinne, also ganz oft ist man halt daran interessiert, eine positive oder nicht negative Funktion zu integrieren, zum Beispiel f-Betrag. Und wenn Sie die Messbarkeit der Funktion haben, und wie gesagt, die haben Sie eigentlich praktisch immer, zum Beispiel, weil es der punktweise Limes von messbaren Funktionen ist, also zum Beispiel der punktweise Limes von stetigen Funktionen ist, dann ist sie schon messbar, die Funktion f. Wenn sie messbar ist, dann haben Sie bei Nichtnegativität immer sofort ein Integral, kann dann halt plus unendlich sein. Und man musste halt hier in der Konstruktion ein bisschen aufpassen, dass ein f, was so aussieht, dass dann nicht sozusagen hier ein plus unendlich im Integral auftaucht und hier noch ein minus unendlich im Integral auftaucht,
Und dann ist die Frage, ist das Plus unendlich größer als das Minus unendlich, also betragsmäßig? Ja, damit man da jetzt nicht unendlich minus unendlich rechnet und vielleicht was Falsches rausbekommt, muss man eben immer dafür sorgen, dass sie, also wenn f nicht nur ein Vorzeichen hat, dass auch wenn ich das nach oben klappe und die als nur den Betrag nehme, dass das auch integrierbar ist. Gut, das war der Abschnitt 5. Und jetzt brauche ich ein bisschen Platz. Dann kommen wir also zu Abschnitt 6. Und da ging es um die Konvergenzsätze. Und also das kann man wirklich griffig formulieren. Die Konvergenzsätze sind der Grund, warum man sich nicht mit dem Riemann-Integral zufrieden gibt, sondern warum man da noch ein anderes Integral konstruiert, weil man eben solche Konvergenzsätze beim Riemann-Integral nicht hat. Und das ist eben unbefriedigend. Da können Sie viele Rechnungen einfach nicht machen. Und jetzt mit dem Lebesgue-Integral, da hat man eben diese Konvergenzsätze. Und das sagt ja schon alles, wie wichtig die sind. Ja? Also einfachster Konvergenzsatz, lax formuliert, wenn die fk monoton gegen f gehen, dann gehen die Integrale fk monoton gegen Integral f. Hier fehlen natürlich ein bisschen Voraussetzungen. Ja, wir haben angenommen, dass dieser Limes existiert, aber im Grunde auch wenn er plus unendlich ist, ist es auch richtig. Also es ist schon, fehlt eigentlich nicht viel Information. Wenn Funktionen monoton gegen eine Grenzfunktion gehen, gehen die Integrale auch monoton, aber das ist trivial, weil das Integral monotoner Operator ist, aber die Integrale konvergieren auch. Ist eben beim Riemann-Integral nicht wahr. Und ja, also, das habe ich jetzt einfach so gesagt. Denken Sie an diese, ich glaube, Cara-Theodori-Funktion wird die oft genannt, also die Funktion, die in den rationalen Punkten 1 ist und in den irrationalen 0. Ja, Sie können also mit fk könnte die Funktion sein, die in den ersten k rationalen Punkten 1 ist und sonst 0. Ja, wobei Sie die rationalen Zahlen halt irgendwie abzählen. Und dann geht die fk-Folge gegen diese Cara-Theodori-Funktion. Die fk-Integrale sind alle 0, aber die Cara-Theodori-Funktion hat gar kein Riemann-Integral. Ja, also hier ist ja Teil der Aussage, dass f ist dann auch integrierbar und das gilt das. Beim Riemann-Integral wäre das Limes f nicht integrierbar. Und der andere Konvergenzsatz ist eben, den schreibe ich jetzt auch ziemlich kurz auf, nämlich die fk sind majorisiert durch ein f. Und dann folgt dasselbe. Also der Satz von der majorisierten Konvergenz, oder der Satz von Lebesgue, das f muss natürlich ein Integral haben. Ist ziemlich klar, wenn das so dasteht. Das sind die zwei wichtigen Konvergenzsätze. Und ja, das war der Hauptteil in Abschnitt 6. Dann haben wir auch noch gehabt, dass die Treppenfunktionen oder stetige Funktionen dicht sind. Ja, also jede Funktion kann mit einer Treppenfunktion approximiert werden. Das ist irgendwie relativ einsichtig, weil wir das Integral mit Treppenfunktionen ja oder mit einfachen Funktionen, also mit, wir haben das Integral mit einfachen Funktionen konstruiert. Die hier angedeutete Funktion, die auf den lila Teilen diesen Wert yj hat, ist eine einfache Funktion. Da lege ich nicht fest, auf welchem Grundgebiet die den Wert yj hat und auf welchem Grundgebiet die den Wert 0 hat. Mit Treppenfunktionen meine ich etwas Spezielleres, nämlich das soll wirklich nur auf Quadern 1 sein oder irgendeinen Wert haben, ungleich 0, und auf dem Rest 0. Das ist eine Treppenfunktion hier. Und sogar diese Treppenfunktionen sind dicht. Das ist aber trotzdem relativ logisch, also dass diese einfachen Funktionen dicht sind, das ist ziemlich klar, weil man ja das f hier so approximiert hat. Aber auch die Treppenfunktionen sind dicht und das liegt daran, dass ja diese einfachen Funktionen auf messbaren Mengen leben. Und messbare Mengen sind eben durch Quader approximierbar. Ja, das heißt, so konnten wir hier die Dichtheit von Treppenfunktionen bekommen. Und dann haben wir schließlich am Ende des Kapitels auch noch gemacht, dass L1 Rn oder L1 Omega ein Banachraum ist. Also die Vollständigkeit von L1.
Wenn Sie also eine Cauchy-Folge in L1 haben, dann hat die ein Limes in L1. Das ist also wirklich ein Banachraum. Ja, ein Vektorraum ist es aus einfachen Gründen, weil bei einer Summe von zwei Funktionen das Integral die Summe der zwei Integrale ist und das ist eben dann endlich, solche Sachen. Aber Vollständigkeit ist eben hier das Problem, aber das kriegen wir. Dann fasse ich mich jetzt bei den nächsten zwei Kapiteln kürzer. 7 ist Fubini, ich kürze da schon die Überschrift ab. Und Fubini sagt, ich schreibe es mal in der Form hin, Rn ist dasselbe wie ein Rk, Rn minus k. Ich kann also nacheinander, stellen Sie sich mal einfach vor, n gleich 2 und k gleich 1. Ich kann also ein R2-Integral aufspalten und sagen, ich integriere erst in die x1-Richtung und dann in die x2-Richtung. Die Ergebnisse, ja, also das Integral in x1-Richtung hier, hat irgendeinen Wert. Dieser Wert hängt von diesem Punkt ab, von der Höhe, von x2. Und diese Werte kann ich jetzt über x2 aufintegrieren. Dann kommt irgendwas raus. Und da kommt dasselbe raus, wie wenn ich über den R2 integriert hätte, was ja sozusagen hier ganz anders beschrieben ist. Da frage ich mich ja, wo hat f den Wert kleiner gleich 3,2? Aha, hier. Und dann nehme ich das Maß dieser Menge mal 3,2. Solche Sachen mache ich ja bei der Konstruktion im Zweidimensionalen. Aber die zwei Konstruktionen sind tatsächlich dasselbe. Und das ist Fubini. Und ein bisschen sozusagen formal. Jetzt sehe ich übrigens im Blättern, dass bei Fubini das Kurzskript super lang ist. Es liegt daran, dass ich da im Grunde keiner Referenz gefolgt bin. Oder ich gebe ja an, was ich gefolgt bin. Aber ich bin ein bisschen hin und her gesprungen. Deswegen habe ich da ausführliche Beweise aufgeschrieben. Und dann 8 Trafo-Formel. Die kann man mal ganz, also ich sag mal, nehmen Sie die ruhig mal ganz banal hin. Das ist einfach eine Formel, mit der man Integrale ausrechnen kann. Also wenn Sie ein f integrieren über eine Menge a, und jetzt kann ich Ihnen gleich verraten, wie ich sie mir merke. Ich merke sie mir so, dort wo das phi im f steht, dort muss auch das det phi stehen. Also ich schreibe f Kringel phi det d phi, das integriert, schreib mal dy. Ja, und jetzt muss aber a die Bildmenge sein von der. Also hier nehme ich einen Punkt x und schaue mir f Kringel phi von x an. Dann muss das phi von x, da schaue ich mir das f hier an. Also ich sollte eigentlich das so schreiben. Ich gehe jetzt hier davon aus, dass phi bijektiv ist, eine bijektive Abbildung zwischen a und phi von a. Das ist wichtig. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie bilden diesen Quader auf sowas ab. Ja, das kann man sich leicht vorstellen, Sie ziehen es auseinander und überlagern es. Wenn Sie jetzt über die Bildmenge integrieren, ja, dann integrieren Sie ja nur einmal über dieses Quadrat, was hier im Überlapp entsteht. Und im Urbild integrieren Sie aber sozusagen zweimal über dieses Quadrat, weil dieses Quadrat einmal hat ein Stück Urbild hier und dann ganz am Ende hat es nochmal ein Stück Urbild. Ja? Sieht vielleicht so aus. Also das Phi muss schon eine bijektive Abbildung sein und ja, C1, damit Sie es hinschreiben können. Und die Determinante soll auch nie 0 sein, obwohl das jetzt nicht so wesentlich ist. Aber die Determinante soll nicht das Vorzeichen wechseln. Weiß ich jetzt nicht. Da schauen wir im Satz nach, wenn wir es brauchen. Jetzt schaue ich schon nach. Ja, ich habe es auch nur knapp, im Kurzskript ist es nur knapp formuliert. Ja, aber es steht eben da, die Inverse muss auch C1 sein. Und dass die Inverse auch C1 ist, kriegt man nicht hin, wenn die Determinante irgendwo verschwindet. Behaupte ich jetzt mal. Gut, dann kommt 9 Anwendungen der Integralsätze. Das war so ein bisschen Lumpensammlerkapitel. Also da habe ich zwei Sachen eigentlich vor allem kombiniert. Das eine war Teilung der 1.
Ich schreibe es nicht alles auf. Also Teilung der, nee, mehr so. Teilung der 1 und das andere war partielle Integration. Das sind zwei Sachen, die wir dann später gebraucht haben. Ja, Teilung der 1, einfach wie man das macht. Ich mache das Bild nicht nochmal. Und partielle Integration, das kann ich ja mal aufschreiben. Also sowas wie def, f di phi gleich minus df phi, was nichts weiter ist als ein Integral über eine Ableitung verschwindet eben, weil das nämlich nach dem Hauptsatz Funktion rechts minus Funktion links ist. Und wenn die Funktionen ganz weit rechts und ganz weit links verschwinden, dann ist dieses Ding eben 0. Also dann ist di, das Integral von d, dann ist das Integral darüber nämlich 0, weil das eine totale Ableitung ist. Und nach der Produktregel, wenn Sie das ausxen, kommt eben das plus das raus. Ja, also ganz einfache Formel. Die sollte nur mal vorneweg kommen, bevor sie dann im gaußschen Satz sozusagen in der schwierigen Version mit den Randtermen kommt. Und dann habe ich mit Ihnen den Laplace-Operator in krummlinigen Koordinaten gemacht. Das war sicher ein schwieriges Kapitel, aber ich habe mir Mühe gegeben, Ihnen das mal so zu erklären, wie ich das heute für richtig halte. Ich habe das nämlich lange Zeit nicht verstanden. Vielleicht brauchen Sie da auch ein bisschen, aber ja, man kann das dann eben irgendwann richtig verstehen, wenn die Physiker einem sagen, wie Laplace in Kugelkoordinaten aussieht, dann kann man es glauben, aber man muss es da ja noch nicht unbedingt verstehen. Genau, dann war da noch ein parameterabhängiges Integral und der Teil b, der doch nicht so kurz war, wie ich das in Erinnerung hatte, der schließt dann ab mit 10 den LP-Räumen. Ja, da haben wir uns damit beschäftigt. Also der zentrale Punkt von dem 10 ist die Hölder-Ungleichung. Dass man also, das muss jetzt da noch hin, Hölder, dass man also f mal g abschätzen kann durch f in der LP-Norm, g in der LQ-Norm, wobei p und q dual sind. In dem Sinne, dass das hier 1 ist. Das ist die Hölder-Ungleichung. Die war da das Wichtige. Und aus der Hölder-Ungleichung bekommt man dann, was auch Minkowski-Ungleichung heißt, bekommt man die Dreiecksungleichung in LP. Ja, die Dreiecksungleichung ist eben für L1 sozusagen trivial aus der Konstruktion, für LP schwierig, aber die haben wir da hergeleitet. Und damit ist dann auch LP ein Banachraum. Also Vollständigkeit von LP ist dann wiederum relativ einfach. Die ist dann so wie Vollständigkeit von L1, also kann daraus geschlossen werden. Also das ist eben auch ein Banachraum. Ich kann immer nur sagen, ich drehe hier im Banachraum. Ich habe Ihnen das letzte Semester mal gezeigt, das Türschild. Und also ich bin hier im Banachraum. LP ist auch ein Banachraum. Einer der wichtigen Banachräume. Und die glatten Funktionen liegen auch dicht in diesem LP. Gut, das war Teil B. Und für Teil C, Arbeiten mit Integralen, muss ich dann doch noch mal ein bisschen Platz schaffen. Teil C, Arbeiten mit Integralen. Würde ich jetzt sagen, das war der kürzeste Teil. Da habe ich in Abschnitt 11 erstmal einen Nachtrag gemacht, nämlich die Fourier-Reihen. Ach, dazu möchte ich, glaube ich, jetzt nichts wiederholen. Das habe ich ziemlich ausführlich erklärt und gemacht. Also jedes F lässt sich schreiben. Naja, gut, das eine, wenn man eine Formel dazu hinschreibt, dann vielleicht die. F kann man schreiben als CJE hoch IJX. Also F hängt von X ab und das J läuft in Z. Nehmen wir mal diese Formel. Vielleicht war die Notation auch anders. Wahrscheinlich war es k statt j. Ja, also eine beliebige Funktion f auf einem Intervall 0, 2 Pi könnte zum Beispiel diese Funktion sein. Diese Sägezahnfunktion. Und die kann man darstellen mit E-Funktionen. Und das haben wir ausführlich gemacht. Die Grundlage dafür ist L2 auf dem Intervall 2 Pi, aber das Intervall können Sie jetzt mal vergessen, also ich schreibe es dann doch nochmal aus. L2 auf dem Intervall 0, 2 Pi.
L2 jedenfalls. Ja, das hatten wir ja gerade im Kapitel davor. 10 haben wir ja LP gemacht. Für P gleich 2 ist es eben der L2. Das ist ein Hilbertraum. Und weil es ein Hilbertraum ist, kann man so schön rechnen. Wir hatten dann diese Hilbertraummethoden mit diesen Basisfunktionen im Hilbertraum. Ja, das sind Elemente im Hilbertraum, die aber auch eine Basis darstellen. Und dann können Sie jedes andere Element im Hilbertraum, nämlich das F, entwickeln in dieser Basis. Da kann man dann ganz abstrakte Zugänge auch machen. Aber man muss dann irgendwo auch konkret arbeiten, nämlich in dem Schritt, warum ist ein stetiges F denn, warum konvergiert bei einem stetigen F diese Reihe auch punktweise? Ja, also ich muss sagen, mir hat dieses Kapitel super Spaß gemacht. Ich habe es ja zum ersten Mal in der Analysis 3 gemacht. Ich habe es bisher immer noch in die Analysis 1 reingequetscht. Und dann vermeide ich in der Analysis 1 sogar die komplexen Zahlen, weil ich immer sage, Analysis 1 soll alles nur reell sein und eindimensional. Also x ist nur in R. Vermeide also die komplexen Zahlen, die machen es natürlich schon schöner, aber dann vermeide ich vor allem irgendwie von Hilberträumen zu sprechen und von L2 zu sprechen, ist halt auch eine Überforderung. Das macht Forster zwar auch. Er sagt, ja, die quadratintegrierbaren Funktionen, das kann man dann schon irgendwie hinschreiben, aber ja, also es ist dann halt keine echte Definition. Aber hier war das so richtig schön. Ja, ich konnte Ihnen die Hilberträume zumuten und L2 und so. Konnte man sehr, sehr schön machen. Ist auch relativ lang geworden oder jedenfalls im Skript ist es auch relativ lang, weil ich da auch wieder Beweise aufgenommen habe, die eben eigentlich in keiner Vorlage genau so sind. Genau, ja, das ist ziemlich lang. Dann kommen nur noch zwei ziemlich kurze Kapitel, jedenfalls im Skript kurze, wahrscheinlich weil der Forster da wieder so gut ist. Also 12 war das Integral über Untermannigfaltigkeiten. Und also ich finde, das ist eigentlich nicht schwierig. Ja, es ist am Anfang gedanklich schwierig, aber eigentlich, wenn man es mal so halbwegs verstanden hat, ist es gar nicht so schwierig. Sie haben hier so eine Fläche, sagen wir mal, die Fläche ist A und Sie parametrisieren die Fläche mit, sagen wir mal, Phi über was Flachem. Und jetzt haben Sie eine Abbildung F von dieser Fläche nach R. Und jetzt wollen Sie sich diesen Ausdruck anschauen. Sie wollen über die Fläche das F integrieren. Und was machen Sie dann? Naja, wenn Sie das parametrisiert haben, aus irgendeinem Grund glaube ich, dass es T hieß, bin aber nicht sicher. Naja, Sie sagen, ich muss über alle X hier laufen und mir immer das F dort anschauen. Naja, dann laufen Sie halt über die Y hier und schauen jeweils das x gleich phi von y an. Also, Sie laufen über die y in t, schauen sich das f an der richtigen Stelle an, also f Kringel phi. Ja, und dann eben dy. Ich schreibe mal hier ausführlich, das a-Integral ist was Neues, ja, das kennen wir noch gar nicht. Ich schreibe mal ds, das soll über die Fläche, s wie Surface. Das hier soll ein Integral einfach über dy sein. Das ist etwas, was wir kennen. Das ist so ein Lebesgue-Integral, weil das ja was Flaches ist. Ja. Aber A ist sowas Gekrümmtes im Raum. Da gibt es erstmal kein Integral. Ja, und das wird jetzt aber falsch, denn Sie könnten ja dieselbe Fläche zum Beispiel hier über dem halb so großen Rechteck parametrisieren, indem Sie statt Phi immer, also indem Sie jeden Punkt hier einfach doppelt so schnell durchlaufen, sage ich mal. Ja, und dann würden Sie nur einen halb so großen Wert von dem Integral f hier bekommen, wenn diese Formel richtig wäre. Sie müssen also bedenken, wenn Sie hier so eine Einheitsfläche laufen, dann ist das hier so ein Stück Fläche. Und Sie müssen sich jetzt überlegen, wie groß ist dieses Stück Fläche. Und die Überlegung liefert, dieses Stück Fläche ist so groß. Wurzel g. Ich schaue mal schnell nach der Notation. Ja, okay. Also das t war richtig, das phi war ein klein phi, aber well enough. Ja. Und das g, da hatten wir dann diesen ganzen Seram mit d phi transponiert d phi. Ja, das ist eine quadratische Matrix. Das ist das g und das klein g war dann die Determinante.
Und dass wir da die Wurzel nehmen, das finde ich jetzt insofern sehr anschaulich, als dass das Groß G nämlich sowas ist wie das Defi-Quadrat, sage ich mal. Ne? Defi-Quadrat, also müssen wir irgendwo doch mal die Wurzel nehmen, weil das Defi nur einmal eingehen soll. Das Argument ist natürlich insofern totaler Humbug, als dass man bei der Determinante ja Produkte nimmt, der Einträge. Ja, also da wird sehr wohl multipliziert. Aber nur mal so als kleine Regel, die immerhin dann funktioniert, wenn Sie sehen wollen, dass das im flachen Fall, wenn Sie nämlich als Fläche im Raum hier nur eine andere Fläche in der Ebene nehmen, dann ist der Spezialfall genau die Transformationsformel. Dann wird nämlich hier die Determinante von dem G ist dann, das Defi ist schon eine quadratische Matrix, davon ist dann also einfach Determinante von Defi, Betragquadrat, dann nehmen Sie die Wurzel und dann ist das hier sozusagen, ich mache es gleich wieder weg, ist sozusagen einfach Determinante Defi. Jetzt im, wie gesagt, im langweiligen Fall, dass die Zielfläche auch flach in der Ebene liegt. Und dann ist es aber genau die Transformationsformel. Ja, dort, wo das Phi im Argument von F steht, dort steht auch das Det Defi. Okay, also das nur als kleiner Check, dass es richtig sein könnte und vielleicht als Merkregel geeignet. Ja, und dann kam schon das letzte Kapitel und das war der Gauss, der große Höhepunkt. Gauss sagt, dass wenn Sie über eine Menge eine Divergenz integrieren, kommt da dasselbe raus, wie wenn Sie über den Rand der Fläche oder Rand der Menge die normalen Komponente von F integrieren. Das Bild, nochmal, F ist irgend so ein Flussfeld. Ich male jetzt mal ein Flussfeld, wo eine Divergenz da ist. Divergenz heißt, es entsteht irgendwo was. Ja, ich hoffe, Sie können das erahnen hier. Da fließt eigentlich hier relativ wenig rein und dann plötzlich fließt da mehr. Also da ist irgendwie eine Quelle gewesen, irgendwie entsteht da Flüssigkeit, also ich denke immer an Fluide, da ist also die Divergenz von F größer 0 in dieser Skizze. Aber wenn Sie jetzt F mal μ rechnen, dann ist es hoffentlich auch größer 0. μ ist der äußere Normalenvektor, also hier ist dann F mal μ die Projektion von dem F auf diesen Normalenvektor, ist also diese Länge hier. Und hier ist es, da ist das Nü so, dann ist die Projektion ja, negativ und ganz wenig. Ja. Und dann kommt hier also ein positiver Beitrag an der Oberkante hier, ich rede jetzt über dieses Integral, positiver Beitrag, hier ein kleiner negativer Beitrag, insgesamt ist das hier positiv und das hier ist eben auch positiv, weil Nü mal F gleich 0 ist. Die Merkregel für Gauss ist immer in allen Varianten, also wir hatten ja dann auch partielle Integration, wie schreibt man es dann auf, dass also das Nabla von einem F auf ein G geworfen wird. Oder also das hatten wir und dann das F kann vektorwertig sein, das ist eine Divergenz oder es ist skalarwertig und das ist die Ite-Ableitung. Ja, so verschiedene Varianten hatten wir. Und für alle Varianten gilt, die Merkregel lautet, dieses Symbol, dieses Dreieck, was eine Divergenz sein kann oder ein Gradient sein kann, dieses Dreieck wird ersetzt durch ein μ und dabei wird aus dem Gebiet ein Randintegral. Das ist die Merkregel für einen gaußschen Satz. So, gaußscher Satz war 13.2 und ist der letzte Eintrag in diesem Kurzskript. Ich weiß nicht, in welcher Weise Sie diese Zusammenfassung verwenden können, sollten. Ich denke, Schaden tut sie nicht. Es ist ein Video mehr auf YouTube, was Sie sich anschauen können oder auch nicht. Ja, ich hoffe, es ist irgendwie nützlich, dass Sie vielleicht anhand dieses Videos dann nochmal ein bisschen durchgehen und dann vielleicht irgendwelche Lücken finden, wo Sie sagen, oh, da habe ich vielleicht was gar nicht verstanden oder ja, irgendwie nochmal für die Beschäftigung damit. Genau, für viele von Ihnen geht es auf die mündliche Prüfung zu. Da ist es sicher kein Fehler, dieses Video nochmal vorher, und zwar mit ein bisschen Abstand vor der Prüfung, sich anzuschauen, damit Sie vielleicht
nochmal so Lücken aufspüren können. Gut, das war Analysis 3 im Winter 2021. Kurzskript ist online und ich wünsche viel Erfolg bei den Prüfungen und viel Spaß in der weiteren Analysis. Ich hoffe, dass Sie noch viel Analysis machen in Ihrem Leben.